Why so serious? Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Ich bin nur da, um mich vom Führer zu verabschieden, Fräulein Braun. Ich muss noch heute Nacht zurück nach Hamburg. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das stimmt allerdings. Hat er denn daran gezweifelt? Dieser Versager, dieser Schmarotz. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Und dann ein ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Da! Polizist!